Hallo und herzlich willkommen bei der Vorstellung der Tourvarianten. Bei diesem Video geht es um die 100 Kilometer Flusstour. Die 100 Kilometer Flusstour ist wahrscheinlich die spannendste der drei Tourvarianten, was ich anbiete. Und wie das genau abläuft, das erkläre ich euch jetzt. Es ist so, wir starten in Borgoforte, in der Wallerwelt, das ist der Startpunkt. Gell, da haben wir einen überwachten Parkplatz, da können wir unsere Autos unterstellen. Von da aus beladen wir das Boot, fahren dann die 100 Kilometer hoch bis zu der Staumauer Isola Serafine. Von da aus starten wir die Tour. Beim Hochfahren haben wir den Vorteil, wir können gleich mal anschauen, wie sind die Verhältnisse, welche Plätze sind interessant. Und oben, wenn wir dann starten, fischen wir tatsächlich 5 Nächte komplett den Flussverlauf runter. Wir sind nicht in einem Camp, wir sind da komplett in der Wildnis draußen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für den Angler. Wir müssen vorher genau planen, was brauchen wir. Wir müssen die Köderfische mitnehmen. Wir müssen das Essen genau einteilen. Wir sind ja nicht im Camp wie irgendwo anders, sondern wir sind wirklich auf uns selber gestellt. Die einzige Möglichkeit, ungefähr auf der Hälfte, da können wir mal anhalten, da ist ein großer Supermarkt, da können wir auch Proviant auffüllen. Im vergangenen Jahr haben wir die Touren gemacht und es ist wirklich ein Abenteuer. Das ist was Besonderes für jeder, der wo schon mal am Po war und einfach was Neues machen will. Genau euch kann ich das empfehlen, einmal diese 100 Kilometer Flusstour mit mir zu machen, weil es wirklich was Abenteuerliches ist. Für alle, die wo ein bisschen gediegener angeln wollen, auch mal zurück ins Camp kommen wollen, gemütlicher Pizza essen, da haben wir die zweite Tourvariante, das ist die normale Outdoor-Tour, das ist auch eine Vollguiding-Tour. Und wie die Tourvariante abläuft, das seht ihr dann im dritten Video. Da erkläre ich euch genau die Outdoor-Tour. Also bis dahin und bis zum nächsten Video, euer Uli.